Die vergangene Nacht war eine Nacht in Los Angeles, wie es sie wohl noch nie gab. Klar, es wurden die begehrten Trophäen verliehen, auch an zwei Deutsche. Aber dass ein Oscar-Preisträger auf der Bühne nicht einen Kuss, sondern eine Ohrfeige verteilt, ist schon ein ziemlich starkes Stück in der 94-jährigen Oscar-Geschichte. Dass dann wenig später bei Will Smith auch noch Tränen der Emotionen kamen, machte die Sache für die Zuschauer noch befremdlicher. Die Oscar Academy hat inzwischen eine Untersuchung eingeleitet. Spekuliert wird, ob der Ausgezeichnete seinen Oscar wegen der Ohrfeige nicht zurückgeben muss. Kerstin Klein. Oh, Richard! Das ist der Moment, der alles überstrahlt. Oh, wow! Eine schallende Ohrfeige von Will Smith für Chris Rock. Das amerikanische Fernsehen dreht den Ton ab. Im Rest der Welt ist zu hören, wie aufgebracht Will Smith ist. Wütend über einen Witz, den Rock über den kahlgeschorenen Kopf seiner Frau Jada machte. Ein verstörender Moment, auch für alle im Saal. Abseits der Kameras versuchen Denzel Washington und andere, die Gemüter zu beruhigen. Und es wird noch unangenehmer. Stehender Applaus für Will Smith wenige Minuten später, als er den Preis für die beste männliche Hauptrolle gewinnt. Ich bin dazu berufen, Menschen zu lieben und zu beschützen. To love people and to protect people. Venus Williams. Der Film, für den Smith ausgezeichnet wird, geht bei all dem beinahe unter. King Richard, in dem er Richard Williams verkörpert, den Vater der Tennislegenden Venus und Serena Williams. Als beste Hauptdarstellerin wird Jessica Chastain ausgezeichnet für ihre Rolle im Biopic The Eyes of Tammy Faye. Der Oscar für die beste Regie geht zum dritten Mal in der Geschichte an eine Frau. Jane Campion gewinnt ihn für The Power of Dog. Die Netflix-Produktion ging als der große Favorit ins Oscar-Rennen mit 12 Nominierungen und erhält am Ende nur diese eine Trophäe. Schmerz. Der große Abräumer des Abends ist Dune. 6 Oscars gehen an das Science-Fiction-Epos. Unter anderem der für die beste Musik und der für die besten Visual Effects. Unter den Geehrten hier auch ein Deutscher. Gerd Nefzer. Dankeschön, thank you very much, thank you. Doch für die berührendsten Momente sorgen andere. Troy Kotzer zum Beispiel, ein gehörloser Schauspieler, der für seine Nebenrolle in Coda ausgezeichnet wird. I just wanted to say that. Ich will sagen, dass ich diesen Preis allen Gehörlosen und allen Menschen mit Behinderung widme. Dies ist unser Moment. Die Tragikkomödie Coda, so etwas wie der Gewinner der Herzen. Die Geschichte über ein hörendes Mädchen, das in einer Familie Gehörloser aufwächst, erhält auch die wichtigste Auszeichnung, die als bester Film. Damit geht dieser Preis zum ersten Mal in der Oscar-Geschichte an die Produktion eines Streaming-Anbieters. Am Ende der Oscars die gute Laune wieder halbwegs hergestellt, doch ein fader Beigeschmack bleibt.